So, guten Morgen, liebe Trader. Willkommen zum Live-Trading-TV von JFD Brokers. Zunächst einmal wieder kurz die Einblendung des Risikohinweises. So, und dann kommen wir gleich zum DAX. Schauen wir kurz die Kursliste an. Wieso der DAX heute sehr schwach ist, eben auch nicht überraschend. Weil ich die Anfang der Woche eigentlich eher auch auf, ja, kurz noch ein Hoch, um den dann eben fallende Kurse explizit auch wegen dem US-Update. So, dann die letzttägigen Gewinner führen jetzt die Verliererliste an. Allen voran jetzt eine RWE, E.ON, Daimler, eine VW ist noch relativ stabil. Ja. So, dann schauen wir eben auf den DAX. Er hat definitiv Probleme gehabt, über das letzte Kursziel der letzten Woche auszubrechen. Ein, sage ich mal, ein Fehlausbruch. Hier hätte es ruhig noch ein paar Pünktchen nach oben gehen können. Gab es aber keinen nachhaltigen Ausbruch. Und eben mit dem heutigen Tag gab es eben jetzt einen größeren Rücksetzer. Wir sind jetzt hier im 4-Stunden-Chart unterwegs und trifft aktuell den EMA 38. Von hier aus, alleine nur von diesem Chartbild aus, könnte schon eine leichte Erholung Richtung 10.000, ja, 10, maximal 10.040, 50 starten. Schauen wir jedoch in den Tageschart rein. Dann hätte der Index auf jeden Fall noch Korrekturpotenzial, ohne dass es das Chartbild verschlechtern würde, noch bis 9.936 Punkte Platz. Dann würde er wieder auf den EMA 10 und auf die Unterkante des Rainbows treffen. Hier muss man schon definitiv sagen, und ein Tagesschlusskurs unter 9.900 12, 13 wäre negativ für das Chartbild. Im Stundenchart würde sich eben auch auf dem letzten Ausbruchslevel oder ein letztes Kursziel von der letzten Woche eben wäre auch noch ein bisschen Platz auf jeden Fall nach unten. Das andere ist eben hier das letzte Low, die 9.000. 911, hier sollte es, ja, wie vorher schon erwähnt, eigentlich nicht nachhaltig gebrochen werden, jedenfalls nicht auf Tagesschlusskursbasis. Dass der DAX höchstwahrscheinlich eben Probleme kriegt, dieses Level zu halten, das kann man erahnen, wenn man eben auf die US-Indizes schaut. Hier gab es beim Nasdaq eben noch ein Kursziel oder beziehungsweise ein Ranlaufen an die 4.400er Marke. Und das ist jetzt der richtige Nasdaq-Index, keine Indikation, deswegen gibt es hier noch jetzt nicht die schwarze Kerze nach unten. Ich schalte gleich dann mal um. Hier gab es aber, wie gestern erwähnt, eigentlich keinen Ausbruch nach oben, also kein Fehlsignal, sondern lief seitlich. Gestern Abend war es nur wirklich im Nasdaq und im Dow Jones nichts Großartiges los. Die größte Bewegung lief jetzt wieder im asiatischen Handel ab. Das ist das Fiese. Schauen wir mal auf die JFD Brokers Indikation. Ja, hier ist es eben mal im Tageschart gibt es jetzt schon eine sehr dunkle schwarze Kerze. Ja, im 4-Stunden-Chart ist jetzt hier, kann man schon sagen, eigentlich ein kleines Top ausgebildet worden. Und hier hätte natürlich der Nasdaq locker noch Platz bis zum EMA 38, beziehungsweise eigentlich ja bis zu dem Ausbruchslevel von 4.300 Punkten. In der einen Analyse wäre auch noch ein Rücksetzer bis 4.250 auch ideal eigentlich noch, ja. Aber davor,
hier im Nasdaq würde ich jetzt antizyklisch oder nicht, oder Long-Positionen bieten sich jetzt definitiv jetzt nicht an, hier im Index selber. Kommen wir noch kurz zum Dow Jones Index. Dieses Chartbild habe ich ja gestern noch intraday als Ergänzung dazugestellt im JFD Brokers, mit den JFD Brokers Kursen. Und hier war eben gestern war die Bedingung, dass wenn die Linie nach 16 Uhr bricht, dann könnte man auf Short, auf einen Leerverkauf, könnte man einen Leerverkauf eingehen. Die Linie ist nicht mal intraday gebrochen worden, nicht mal antuschiert worden, auch nicht auf Schlusskursbasis gebrochen worden. Der Bruch fand eben heute um 9 Uhr dann statt. Wurde auch gleich die Wolke verletzt. Also hier sieht es im 30-Minuten-Chart aus, ja, das untere Level wird wahrscheinlich auf jeden Fall angelaufen. Also die 17.000er-Marke wäre jetzt hier das erste oder das nächste Korrekturziel. Das würde sich dann schon mit dem DAX mit der 9.950-Marke erstmal vereinbaren. Das wäre eben hier im Stundenchart dann, ja, wäre eben diese Unterstützung bei 9.950. Noch einen kurzen Blick auf australische Dollar, US-Dollar. Dieses Setup läuft seit gestern, oder nicht, seit letzter Woche schon. Und gestern Abend habe ich noch dieses Chartbild, da stand der Kurs hier. Um 20 Uhr etwa habe ich, 20 Uhr, kurz vor 21 Uhr im Stundenchart veröffentlicht und hier war eben der EMA20 eingezeichnet. Hier gab es eben zuletzt jeweils ein bullischer Pullback und die Linie sollte heißen, zuerst noch eine kleine Kurssteigerung, eben kein neues Hoch und mit dem Bruch dann von diesem Low hätte es den Abfall oder dann gab es auch genau diese Kursreaktion. Hier ist noch eine zweite ein zweiter Korrekturpfad möglich, in dem halt dieses noch leicht dann korrigiert wird und dann auf dieses echte Ausbruchslevel nochmal zurückfällt. Aber eine Variante wäre auch natürlich direkt hin, aber nach diesem langen Anstieg muss es eigentlich zeitlich schon ein bisschen auskorrigieren, deswegen neuer Anstieg und dann Abfall hier wäre das plausibelste. Ja. Okay, wünsche allen dann gute Trades. Ich melde mich noch vor 17 Uhr mit einem anderen, 17 Uhr ja, mit einem anderen Live-Video. Also nach Eröffnung der US-Börsen. Ade.